Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und alle Jahre wieder sitzen wir zusammen. Ich habe hier unter mir dabei, hier auf der drüberen Seite, den wunderbaren Thomas. Nein, das ist nicht der Fernando, warum winkst denn du? Der Thomas, hier, Oscar ist da. Grüß dich, Thomas. Hallo. Und jetzt darfst du winken, Fernando. Hier, meine kleine Marionette, der kleine Fernando von Kidstock spielt. Grüß dich, Fernando. Grüß euch. Ja, ich mache uns mal alle gleich groß, sonst sieht das hier so eklig aus. Wir treffen uns mal wieder und möchten diesen wichtigen Tag, den 28. Februar, der ist jedes Jahr ein ganz wichtiger Tag, nämlich der sogenannte Rare Disease Day, den möchten wir heute begehen. Und das ist nicht einfach nur ein Feiertag, wo wir jetzt feiern, sondern es ist ja ein wichtiger Tag, wo wir ein kleines bisschen auch Awareness schaffen wollen, nämlich für seltene Krankheiten. Das haben wir letztes Jahr schon sehr schön hier auf Twitch machen können mit euch zusammen und konnten ein kleines bisschen Geld sammeln. Und wir haben uns gedacht, wenn ihr Lust habt, wir würden auch heute gern wieder uns freuen, wenn ihr uns etwas Geld in den Topf werft. Ich erkläre das gleich mal vorneweg. Es soll jetzt nicht immer nur ums Geld sammeln heute gehen, sondern es wird auch sehr unterhaltsam. Ganz wichtig, das Geld landet nicht bei mir oder sonst irgendwem. Das Ganze ist eine Better Place-Kampagne, bedeutet 100% des Geldes, was ihr spendet, wird zu gemeinnützigen Zwecken dem Ganzen zugeführt. Da werden wir auch drüber reden, was das ist. Und ihr kriegt da auch eine offizielle Spendenquittung und so weiter. Also das heißt, das ist wirklich eine offizielle Spende, nicht irgend so ein anderer Käse. Falls ihr hier auf Twitch jetzt gerade irgendwie Geld mir spenden wollt, lasst es doch heute einfach sein, weil das Geld kommt zu hohem Maße leider bei Twitch an und nicht bei mir. Spendet also lieber da rein, da freuen wir uns deutlich mehr. Und wir werden das hier auch hoffentlich sehen. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, fast 1.000 Euro gesammelt oder so. Insgesamt waren es 1.070 Euro. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob wir das heute wieder schaffen. Ich meine, Gaspreise, bla bla bla, aber ein paar hundert Euro, glaube ich, kriegen wir schon zusammen. Ich vertraue auf die Brettspielbubble. Jeder Cent hilft. Wenn du das auf YouTube siehst, ist ja unser Livestream zu Ende. Die Kampagne ist trotzdem immer noch offen. Der Link ist natürlich unten drin, wenn du auch noch ein paar Euros entbehren kannst. Ganz wichtiges Thema. Ich weiß, man sammelt immer Geld, es ist immer irgendwas, mal ist Pandemie. Hier sind die ersten 25 Euro reingekommen. Danke, Chris, sehr, sehr, sehr lieb von dir. Ja, mal, es ist Krieg, es ist Erdbeben, es sind Naturkatastrophen, es ist leider immer irgendetwas auf der Welt, für das man Geld sammeln muss. Und ich habe es letztes Jahr schon gesagt, nichts, alle Sachen sind gleich wichtig, aber dieser Rare Disease Day ist ein ganz wichtiger Tag, weil es darum geht, Krankheiten, die sonst nicht in der Öffentlichkeit stehen, für die sonst 364 Tage im Jahr eigentlich kein Geld gesammelt wird, nichts passiert, denen auch an einem Tag gebündelt Gehör zu verschaffen. Und deswegen ist es so ein wichtiger Tag, wo man nicht sagen kann, ja, aber es gibt auch noch anderes. Heute gibt es mal nicht anderes. Die anderen 340 Tage im Jahr gibt es auch andere Spendenkampagnen. Heute gibt es nur das, denn sonst vergessen wir halt einfach wieder ein paar Minderheiten in unserer Gesellschaft. Und das wäre sehr, 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 sehr schade, wenn denen nicht geholfen wird. So, puh, habe ich viel gesagt, Leute. Jetzt müsst ihr mal so ein kleines bisschen übernehmen. Ich fange einfach mal mit einer kurzen Vorstellung von euch beiden an, falls man euch nicht kennt. Wir gehen mal rüber zu Thomas, den kennt ihr vielleicht als Oscar auf Instagram. Erzähl auch mal kurz ein bisschen was zu dir und was dich, warum du heute hier bist, was da das Besondere ist. Da muss ich es nicht erzählen. Okay. Hallo zusammen. Ja, genau. Warum bin ich hier? Weil Basti so nett war, mich einzuladen? Nein, also, warum mache ich das Ganze mit dem Rare Disease Tag? Und zwar ganz einfach, mein Sohn hat selber eine seltene Erkrankung, und zwar eine Zwerchfellhernie. Das heißt, im Kurzformat, während der Entstehung im Mutterleib bleibt das Zwerchfell ein Stück offen, es entsteht ein Loch, dadurch rutschen Organe in den Brustkorb und verdrängen die Lunge und ermöglichen so, dass er die Lunge sich nicht richtig entwickeln kann. Das heißt, nach der Geburt muss direkt das Kind stabilisiert werden, in künstliches Koma versetzt werden, stabilisiert werden, nach einer kurzen Zeit dann operiert werden, um ihm eine Chance zu geben, zu überleben. Ja, und dadurch wurde mir direkt von Tag 1 der Diagnose von dem Verein, dem ich jetzt aktuell vorsitze, so gut geholfen und so gut unterstützt, dass ich mich halt von da an immer für die seltenen Erkrankungen auch versucht habe, stark zu machen. Und vor 2 Jahren war ich in Berlin auf dem Kongress der Allianz der seltenen Erkrankungen und habe selbst da gemerkt, dass dort, ich habe fast keine der Erkrankungen gekannt, die dort vertreten war. Weil es sind alles so seltene Dinger, es gibt so viele unzählige seltene Erkrankungen, über die man noch nie etwas gehört hat. Ja, und deshalb kam mir letztes Jahr die Idee, dass man ja auch mal eine
Community, die nichts damit zu tun hat, benutzen kann, um Krach zu machen, um Lärm zu machen, um einfach mal ein paar mehr Leute zu erreichen und ihnen zu erzählen, was denn die seltenen Erkrankungen sind. Das hat letztes Jahr super funktioniert. Dieses Jahr waren auch wieder super viele Beiträge dabei. Und es freut mich richtig, dass ich auch jetzt wieder hier sein kann und mir dem Ganzen noch mal etwas mehr Aufmerksamkeit geben. Super geil. Wir werden heute auch natürlich wieder auf die Beiträge gucken. Du hast ja aufgerufen zu Board Games for Rare Diseases. Eine so richtig schöne Kampagne, da gucken wir natürlich auch wieder rein, sind wieder viele tolle Beiträge reingekommen und schon jetzt eigentlich ein Erfolg, schon wieder wie letztes Jahr. Also danke dir auch, dass du das initiiert hast, weil ich finde es immer wieder ganz toll, wenn diese Brettspiel-Bubble eben nicht nur sich auszeichnet durch diese wilde Kaufsucht, weil es ist Essen oder diese, gerade auf Instagram ist es ja sehr gerne so, dass die Influencer sich alle gerne gegenseitig fotografieren und taggen und so weiter. Oder man irgendwelche anderen Challenges macht. Das ist alles cool, das will ich gar nicht verwerflich finden, aber ich finde es total geil, wenn die Community zusammenhält und halt auch bei so wichtigen Themen einfach Zeichen setzt. Das dürften immer mehr Leute sein, aber ist kein Problem. Nächstes Jahr, wisst ihr ja, könnt ihr euch jetzt den Kalender schreiben. Am 28. Februar könnt ihr einfach wieder mitmachen. Ja, super Sache. Fernando, du heißt Kidstock spielt auf Instagram. Also ich glaube, es ist relativ klar, dass du heute natürlich auch einer unserer Experten bist. Cool, dass du auch wieder am Start bist. Ja, sehr gerne. Ich mag das total gerne. Ich finde die ganze Aktion, die Thomas initiiert hat, super cool. Und ja, ich finde, es ist, natürlich muss man über seltene Krankheiten schon Aufmerksamkeit gewinnen. Ich finde, es ist eine gute Sache. Und wenn wir irgendwie denen helfen können, vor allem was Forschung ist, dann finde ich es super. Auch egal wie viele Hunderte oder Tausende oder was auch immer, egal, jede Spende ist auf jeden Fall willkommen. Und man muss auch, also erstmal, ihr kennt mich schon alle, ich muss mich nicht vorstellen, aber ich kann mich auch natürlich vorstellen, ich bin Fernando, der Kidstock. Ich bin auf Instagram und mit Basti auf Twitch und YouTube und mit den Monkeys auch im Podcast und etc. etc. Ich bin überall. Und auf jeden Fall, ich bin auch Kinderarzt, also deswegen der Kidstock. Es ist nicht nur, weil es cool klingt, sondern weil ich echt Kinderarzt bin. Ich bin Oberarzt in einer Kinderklinik hier in Würzburg, schönste Ecke Franken, dass es nicht Bayern ist, aber ihr wisst es schon, auf jeden Fall. Und ja, und in meine Rolle als Kinderarzt und dadurch, dass mehr als 74% der seltene Krankheiten beginnen in der Kindheit, das ist etwas, das uns Kinderärzte direkt betrifft sozusagen. Und wir müssen mit viele von diesen seltenen Krankheiten uns in unsere alltägliche Arbeit arbeiten und zurechtkommen. Und man weiß es auch, dass eine extrem große Anteil von diesen seltenen Krankheiten haben irgendeine genetische bedingte Ursache. Und deswegen all die Forschung, die in der Genetik, die eigentlich eine teure Forschung ist oder vielleicht die teuerste von allen, vielleicht macht das in der Zukunft viele von diesen Krankheiten viel besser behandelt werden oder früher detektiert werden und dadurch eine bessere Prognose haben. Deswegen, das ist der wichtigste Punkt von eurer Spende sozusagen. Das geht auch in all diese Organisationen, die helfen nicht nur die kranke Personen, sondern auch die Forschung, um das zu vermeiden oder mindestens ein bisschen besser zu lernen von einer von diesen hunderten Krankheiten. Es sind unglaubliche viele Krankheiten. Genau. An dieser Stelle, also auf jeden Fall vielen lieben Dank. An dieser Stelle vielleicht auch gleich noch ein Danke. Wir sind bereits bei 150 Euro angekommen. Wir haben selber auch ein kleines bisschen schon selber in den Topf geworfen, damit ihr seht, wir meinen das hier ernst. Wir tun das nicht für die Klicks, sondern wir tun das für seltene Krankheiten, für die Awareness. In dem Falle auch kommt es natürlich auch kranken Kindern zugute, der Forschung und so weiter. Wenn ihr da anonym spenden wollt, ist auch gar kein Problem. Wir können ja mal einmal kurz auf die Seite gucken. Falls ihr da drauf geht, Link einfach mit Ausrufezeichen spenden im Chat, dann bekommt ihr den. Hier seht ihr auch noch das Video von letztem Jahr. Wir sind ja fast nicht gealtert. Wir sehen ja genauso geil aus. Wir haben auch dieselben Klamotten an, kann ich das sein? Ich habe den gleichen Pulli an, oder? Ja. Was ist denn ja los? Ich nicht. Also ich hatte auch einen Pulli auf. Es war wohl noch ein bisschen kalt hier im Februar.
Genau, dann findet ihr hier die ganzen Informationen. Achso, noch muss ich. Warte mal, ich kann die Brille tragen. Jetzt bin ich so. Genau, jetzt sehen wir genauso aus wie damals. Sensationell. Genau, ihr könnt mit PayPal zahlen, mit Kreditkarte, mit Bankeinzug und so weiter. Und ihr könnt, wenn ihr hier auf jetzt spenden geht, auch einfach sagen, ihr wollt das Ganze bitte anonym machen. Das ist auch gar kein Problem, wenn ihr eure Adresse dort angibt. Dann kriegt ihr auch eine passende Spendenquittung, die ihr von der Steuer brav absetzen könnt. Wie gesagt, 100% von der Kohle kommt an. Hier auch danke an Max Mustermann, dessen Namen habe ich noch nicht vorgelesen. Ganz, 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 ganz cool, dass ihr das hier schon unterstützt. Wenn ihr keine finanziellen Möglichkeiten habt, ist auch alles okay. Ihr müsst euch nicht gezwungen fühlen, mitzumachen. Es reicht auch, wenn ihr einfach auf Instagram geht. Da findet ihr ganz viele Beiträge beispielsweise. Teilt die einfach, sorgt für Awareness. Dann habt ihr auch schon viel geholfen und lasst die Leute dann Geld bezahlen, die einfach was erübrigen können. Das ist dann schon okay. Möchtest du ein bisschen was sagen, wem das Geld zugutekommt, Thomas? Genau. Damit das die Leute wissen, für was wir sammeln. Genau. Letztes Jahr wurde ja direkt für meinen Verein, den Zwerchfellhain bei Neugeboren, gespendet. Ich dachte mal, dieses Jahr würde ich gerne das Geld nicht nur einer Sendererkrankung zur Verfügung stellen, sondern allen. Und deswegen würde ich halt gerne alles Geld, das heute gesammelt wird, im Namen der Boardgame-Community der Allianz chronischer seltener Erkrankungen zur Verfügung stellen. Das ist quasi die Muttergesellschaft, salopp gesagt. Das ist quasi der Oberverein für alle seltenen Erkrankungen in Deutschland, die halt der Anlaufpartner sind für alle Vereine, für jeden Einzelnen, für, ja, wenn man nicht weiß, was man hat, wendet man sich an die Achse. Die Chancen sind groß, dass einem geholfen werden kann. Die unterstützen alle Projekte in Deutschland, die unterstützen Spendenforschung, alles. Und deswegen denke ich, ist das Geld dort sehr gut aufgehoben, weil da quasi jedem damit geholfen wird und nicht nur einer einzelnen Vereinigung. Auch natürlich eine sensationelle Abkürzung, sich Allianz chronischer seltener Erkrankungen zu nennen, dann heißt man Achse. Das ist natürlich sehr cool, sehr gut gemacht, genau. Okay, also das heißt, dieses Jahr wirklich ganz groß angelegt, genau, und das Ganze, wie gesagt, hier ganz einfach, falls ihr auch mal Spendenkampagnen machen wollt, guckt euch immer betterplace.org an. Die sind ein eingetragener Verein. Darüber könnt ihr gemeinnützige Organisationen sehr einfach mit Spendenkampagnen unterstützen. Und da weiß man, dass es auch immer sauber abläuft, dass hier wirklich 100% von dem Geld ankommt, dass hier eben nichts irgendwo falsch landet. Genau. Hast du jetzt Ausrufezeichen Charity gemacht? Das ist Ausrufezeichen Spenden. Genau. Ich leide an FOMO. Ist das auch eine seltene Krankheit? Ja, wir dürfen auch heute ein bisschen witzig sein. Nee, aber die ist weit verbreitet. Ich sag mal so, mit 150 Euro kommst du bei FOMO nicht weit. Und ich möchte mich bei Elisabeth bedanken, die jetzt in diesem Augenblick gerade eine Spende reingedonnert hat. Sehr, 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 sehr lieb von dir. Sehr, 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 sehr lieb. Das heißt, wir sind schon bei 180 Euro. Na, das geht doch gut los. Also, ich sage jetzt mal, das macht doch schon Freude. Gut. Wollen wir mal so ein kleines bisschen auf die Aktion heute gucken, hier auf Instagram, was so abgegangen ist. Da war ja ganz schön was los. Ich kann das ja mal hier den Hashtag aufmachen. Wir machen mal nicht die Top-Beiträge. Ich schaue mal, wann war denn der allererste heute Morgen? Deiner. War ich der Erste? Nein, da war doch noch einer von dir vorher. Ich glaube, du warst der Erste. 13. Februar, vor 3 Tagen. Ich war wirklich der Erste. Ja. Ja, klar. Also, du kannst meine Frau fragen. Das Geile ist, ich bin um 6 Uhr morgens aufgewacht. So, ich bin um 6 Uhr morgens aufgewacht und dachte mir, scheiße, mein Beitrag ist nicht auf Instagram. Dann hat mein Tool nicht sauber funktioniert. Und habe dann wie wild das Ding von Hand hochgeladen, habe dann festgestellt, ich hatte es eigentlich für 7 Uhr getimt, dass es passiert und nicht um 6 Uhr. Also ich wollte nicht Erster sein, aber ich war mal wieder Erster. Also das ist mein Beitrag. Ich habe die Farben nicht ganz geschafft der Kampagne. Das Lila ist mir mit einem Grau nicht ganz gelungen und das muss man sich als Rosa vorstellen hier. Aber es ist schon nah dran. Und außerdem, hallo, ich habe aus einem Geschicklichkeitsspiel Menschen gebaut, die sich die Hände halten. Ich wollte gerade sagen, also bitte, ich hab abgeliefert. Ich bin mit mir schon mal toll zufrieden. Ja. Aber ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige gewesen, der heute ein bisschen Gas gegeben hat unter dem Hashtag. Wir schauen mal so ein bisschen. Hier haben wir Family Board Gaming. Auch cool. Wunderschön, schöne Collage hier, auch aus diversen Spielen. Das ist ja fast schon Suchspiel, hier die ganzen Spiele zu erkennen. Das ist natürlich das auch auf jeden Fall geil Heiko, mit den Farben. Zug um Zug.
Vor allem ist das dann immer schön viel Spaß, das wieder so richtig in den Schrank einzuräumen. Ich glaube, so lagert die wahrscheinlich hier die Spiele oder eher. Ganz klassisch. Aber schön die Farben getroffen, muss ich sagen. Sieht cool aus. Ja. Danke hier auch fürs Mitmachen. Dann hier du selber. Boah, so, was ist das für ein Spiel? Also das oben ist Chimera Station. Genau, und die Würfel sind aus Twilight Imperium. Ah ja, 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 ja. Ja. Ich dachte mir doch, die Würfel kommen mir bekannt vor. Ja, cool. Genau. Ja. Aber dass das wirklich hält hier und nicht zusammenfällt? Es war saunervig. Und die Spiegelung, aber die Spiegelung ist ja nicht original. Jetzt sehe ich es doch, erst. Doch, es steht auf dem Spiegel. Also es steht auf dem Spiegel. Aber ich habe halt die Farben in der Post-Production geändert. Ich wollte es halt nicht. Ah, der feine Herr hat hier in der Post-Production noch die Farben geändert. Und es hat auch nur gehalten, weil ich Knetkleber von meiner Frau von der Floristin benutzt habe. Weil anders ging es nicht. Voller Einsatz, würde ich mal sagen. Sehr, sehr, sehr cool. Jetzt kannst du die Würfel nie wieder benutzen, aber ja. Doch, es geht, das geht. Naja, meine Frau. Ja, auch hier sehr, sehr schön ein schönes Herzchen gelegt. Ich erkenne die Spiele gar nicht, aber doch, das sind oben. Es sind alles Blumenspiele, weil das ist das Bild von meiner Frau ja, wie gesagt. Okay. Das ist Kräutergarten, Herbelicious, ich weiß gar nicht, was noch alles. Ja, da oben die Karten, das ist geschickt gesteckt, das erkenne ich. Genau, genau. Ja, ja, stimmt. Und dann halt Herbelicious, Herbelicious und wie die alle heißen. Ja, sehr, 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 sehr cool. Dann haben wir hier Spieleacker am Start. Auch wieder sehr, 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 sehr schön hier, die ganzen Miepel und so weiter. Schön, ich denke mir jedes Mal, oh Mann, so viele Farben, so viele Miepel oder so in den Farben gibt es ja gar nicht. Und dann, ja, aber doch. Explodiert, ja. Ja, also auch sensationell. Die Heike, danke dafür. Dann Blue Fox Miepel hier auch am Start. Schön mit den Blue Miepeln. Was haben wir hier für ein Spiel? Ist das Pandemie? Nee, was ist denn das da unten? Das weiß ich auch nicht. Sieht so aus, irgendwie. Aber ist doch nicht Pandemic, aber oder? Das hat halt super gepasst, finde ich. Ja, passt auch sehr, sehr gut. Figuren auch super. Pandemie halt im Labor. Pandemie im Labor. Das ist genau, das ist irgendwo in China Laborausbruch, ganz klassisch. So, wir gehen mal von der Schwurbeltheorie rüber zu Pinky Got Some Brain. Den Kanal kenne ich gar nicht, aber sensationeller Name, muss ich gleich mal folgen. Pinky Got Some Brain kriegt hier ein Follow. Sensationell. Hier, das Spiel sagt mir auch mal wieder nichts, aber es sieht sensationell aus. Das ist doch dieses Point-and-Click-Ding, oder? Wie heißt es? Nee, das ist nicht. Nee, ich dachte, das wäre das, okay. Nee, da sehen die Karten anders aus. Der Typ kommt mir so bekannt vor hier auf dem Bild. Aber auch perfekt natürlich die Karteneffekte, perfekt die Farben getroffen. Es hieß nämlich auch, also er hat auch extra ganz viele Menschen, oder er, ich weiß es gerade gar nicht, extra viele Menschen benutzt, um halt alles wiederzuspiegeln. Ja. Ganz cool. Ja, auch eine coole Idee. Ja, Brettspiele können richtig gut was aussagen hier. Dann hier auch mit dem offiziellen Logo das Spieleregal, aber davor natürlich haben wir auch mal eben kurz bei Flamecraft vorbeigeguckt. Ja, das wird heute öfters noch vorkommen. Ja. Habe ich schon erzählt? Ja, mit der Farbe stimmt, ja. Dass es nur noch heute, liebe Leute, falls ihr zuschlagen wollt, ein Flamecraft gibt in der Verlosung. Also König der Überleitung. Ja, aber wenn ihr das auf YouTube seht, zu spät, da müsst ihr rüberkommen auf Twitch. Ich kann schon verraten, ein Alexander Pfister ist nächsten Monat im Topf. So, ist immer ein gutes Zeichen. So, wir gucken mal weiter. Was haben wir noch hier? Oh ja, natürlich auch geil. Die Raumschiffe kann ich schon wieder nicht zuordnen. Meine Fresse. Bro, Datey Board Games, das ist aber auch kein deutscher Kanal, oder? Nee, der ist aus, oh Gott. Tortuga Polen? Ist das. Polen müsste es sein. Polen. Okay. Aber passt natürlich auch geil. Sieht eigentlich aus, als würden die so mit Kanone schießen. Ja, die fliegen so auf Raumschiffen. Auch sehr, sehr, sehr cool. Everybody can join. Genau richtig. Super cool. Ich finde es auch geil, dass das so international ist. Ja. Das habe ich auch gesehen. Da habe ich auch gedacht, ah scheiße, die Dinger haben ja auch die Farben. Naja, super geil. Das hat die Meeple Queen auch wieder sehr, 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 sehr cool gemacht. Ja. Ja, Julia, Grüße gehen auch an dich und ganz viel Liebe. Danke, dass du es unterstützt hast. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, hier, die Brettspielgarde hat noch die Hunde auch noch mit hineingebracht. Cool.
How to Train Your Dragon. Ich glaube, die haben das falsche Thema gewählt, oder was? Wo sind die gelandet? Nein, aber die Drachen von Flamecraft bieten sich halt an. Ja, die bieten sich schon richtig an. Das und natürlich die Spielfiguren von The Loop, die waren letztes Jahr hoch im Kurs. Ja. Ich glaube, die werden wir dieses Jahr auch noch ein paar Mal sehen, habe ich das Gefühl. Dann hier, boah, was ist denn das für ein Spiel? Warum ist denn da jede Karte gleich? Sucht man da unterschiedliche Kinder? Ist das dieses Monster-Match, wo man mit dem Ding dann so auf den Tisch hauen muss und die Karten finden muss? Das sieht ja aus. Was sieht das für ein Spiel? Ich habe auch keine Ahnung. Ich muss den Lutz mal fragen, das hat mich das, auch... Das ist ein Adoptionsspiel, oder was? Ich möchte übrigens kurz mal den Zwischenstand durchgeben. Wir sind bereits bei 230 Euro. Danke für alle, die reingeschmissen haben. Sehr, 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 sehr geil. Danke euch. Sehr gut. Dann hier, oh ja, auch einfach die schönen Meeples hier. Das, cool. Also, die kleinen kommen mir so bekannt vor. Ich hatte doch auch mal, weil es das Jahr davor... wo ich die aus, boah, wie heißt denn dieses Spiel mit dem Vergnügungspark? Da waren auch so farbige Meeples drin. Dinosaur Island bietet sich auch an, genau, aber es gibt ja noch stimmt. Anderes. Aber in Dinosaur Island sind sie nur rosa. Ja, da sind nicht alle Farben dabei, da muss man ein bisschen tricksen. Na, super geil. Also der Boardgame Daddy hier auch am Start. Man sieht erst, wie vielen Leuten ich nicht folge, das ist doch auch scheiße, Leute. Ich hier Follow vor Unfollow. Freue mich, wenn du mir zurückfolgst. Oh, sehr, sehr, sehr cool. Wir halten Händchen. Hier auch wieder Herzchen, schön mit den Zugzügen. Cool. Ja. Auch schön. Auch die Würfel ganz passend immer auf die richtige Seite gedreht. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht Boardgame Science sein, weil da stimmen ja die Würfel nie. Das ist Playing Chiller. Grüße gehen raus. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Er ist auch nominiert als kreativster Content Creator bei den Guardian Awards. Das wird ein hartes Rennen. Ich werde natürlich ihn weghauen, das ist klar, aber... Nein, wir müssen nur so wenn tun, du es vorher bezahlt hast. Ach so. Ich kann da keine Seite beziehen, ich bleib damit bei. Ja, wir haben das einfach hier. Übrigens danke hier auch an Sandra, jetzt sind wir schon bei 250 Euro, liebe Sandra, super. Danke. Auch du bist übrigens als kreativer Content Creator nominiert, möchte ich auch noch sagen. Die wunderbare Pika Board Games. Sensationell. Ich sollte gewinnen, nicht so ein alter Mann, so wie du mit diesem Bart und so. Das ist das Bild von unserer Brettspiel-Szene. Nein. Also bitte. Fernando, für welchen Preis bist du nochmal nominiert? Ich bin mit dir. Für den Arsch, ich wollte gerade sagen, für den französischen Spielpreis, den Arsch d'Or, oder was? Ja. Guri Board Game. Keine Ahnung, wer Guri Board Game ist. Kannte ich auch noch nicht. Auch noch nie was von gehört. Aber auch das finde ich tatsächlich schön, dass auch viele mitgemacht haben heute, die ich selbst nicht kannte, also denen ich auch noch nicht gefolgt bin oder so bisher. Das ist halt auch ganz cool. Ja, weil hier auch die Rakzu Gaming Challenge natürlich auch noch mit eingestiegen ist, auch hier ein riesen Dankeschön. Das hat halt schön gepasst, dass das am gleichen Tag war und die Jungs dann direkt gesagt haben, jo, machen wir, schmeißen wir zusammen. Sehr geil, das ist natürlich super. Der Fuß spielt, mein Gott. Ohne es. Ja, der Fuß spielt. Ich sage immer, der Fuß spielt. Ja. Würde ich auch ein Follow Mann. Erstmal da lassen. Auch sehr schön. Danke dafür. Ein Mitsaarländer, guter Mann. So, das kann jetzt noch ewig dauern, aber wir haben ja Zeit. Tag der seltenen Erkrankungen, hier auch sehr schön. Die Eier natürlich von Flügelschlag. Wir brauchen das Eier. Das meine ich, Was, die Game Changer haben bei mir den Namen geklaut, oder war es bei meiner tollen Show? Oder was? Aber die gab es wahrscheinlich schon länger, die Game Changer. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Aber das ist auch die Rückseite von den Playerboards vom Flügelschlag. Ja, die sind von den, absolut. Ich dachte mir nämlich zuerst, was ist das? Das kenne ich doch auch. Ja, das ist die Rückseite von Flügelschlag. Stimmt. Cool. Gut eingesetzt. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, Flamecraft, Azul und Calico. Calico. Ja. Vollgas. Die Brettspielhexe kriegt auch noch ein Follow, mein Gott. So viele Kanäle. Da bin ich jetzt gleich wieder gesperrt auf Instagram. So viele coole Kanäle, die man folgt. Ich wollte gerade sagen. Mein Gott. Oh, dann hier. Wow. Ah, das ist natürlich auch clever. Sehr, sehr, sehr clever von der lieben Brettspielgiraffe. Sehr, 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 sehr. Schön die Lunge eingebaut. Toll. Ja, mit den Steinen von Mandala Stones. Ich finde das ja richtig toll, dass man so viel einfach entdecken kann. Brettspiele sind schon was Cooles, wenn man dann immer hinguckt und sagt, ach, das kenne ich. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Und alles kreativ, nichts wiederholt sich. Immer wieder hier, welches Schweinerl hätten es denn gern hier? Aus welchem Spiel ist das denn? Ich glaube, das ist, glaube ich, relativ irgendwas aus den, von fast 40 Jahre alt ist, oder? Ja,
finden. Also keine Ahnung, hier, das ist der Graf Dracula, der Mönch. Oder hier, das Schwein. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall total interessant aus, weiß ich nicht, was. Jo. Den Post habe ich selbst sogar noch gar nicht gesehen. Muss ich auch noch einmal durchgucken, ist der mir heute durch die Lachen gerutscht. Geil. Aber auch cool hier. Mit Crude. Mhm. Ich kenne auch den Kanal nicht. Walle Carp 95, nee. Keine Ahnung. Das sind so viele, wie gesagt. Hey, aber der ist ja nicht durchgerutscht, du hast dich bedankt. Ah, ne, bei dem ja, ne, der vorne dran habe ich gemeint. Der bei dem vorne dran, Dachte man gerade schon. Das war alles aus Carcassonne eben. Ach, das ist Carcassonne. Stimmt, da gibt es zwei. Okay. Stimmt, Carcassonne. Ja, da kann ich nicht mitreden. Hier, Boardgame Bee kennt sich echt aus hier, dank Dings, na, hier Würfel und Zucker, Brettspielcafé, jedes Spiel schon mal gesehen, wobei Spiele treffen Verteiler hat es vorher gewusst. Der Text von Giraffe ist auch sehr lesenswert. Stimmt. Weil sie ja auch quasi eine Erfahrung mit einer seltenen Krankheit gemacht hat und letztes Jahr auch schon, das ist echt super. Ja. Das ist schon. Ja. Und das fand ich halt auch interessant. Es waren jetzt auch, glaube ich, heute 3 oder 4 Posts dabei, die selbst ihre Geschichte oder etwas erzählt haben, dass sie mit den seltenen Erkrankungen verbinden. Und da siehst du es halt auch wieder. Sie sind selten wie ein Sau, aber selbst in der kleinen Brettspielbubble gibt es einige. Ja, also, das ist halt das, wo es schon, was es noch wichtiger macht, halt darauf aufmerksam zu machen, finde ich. Ja, hier auch mit ganz viel Fantasie sieht man die ganzen Farben auch hier. Bei Takenoko. Sehr, sehr, sehr cool. Das Brettspielglück kriegt auch nochmal ein Follow hier. Ich frage mich ja wirklich, ob die Leute bei sich zu Hause die Sachen immer so nach Farben sortiert haben in der Schublade und das glaub, so hinschmeißen das ist sehr viel können. Arbeit. Die nächsten Wochen wird nicht gespielt. Da muss man nochmal einsortieren. Was war diese Würfel? Verdammt doch mal. Aber kennst du das nicht, dass dir manchmal irgendwas irgendwo unterm Sofa was findest und dir denkst, scheiße, was war das? Boah, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr so ein Teil hier rumliegen gehabt und mir gedacht, ich weiß nicht mehr, zu welchem Spiel. Oder ganz schlimm ist bei mir, dass ich anfange, ein Spiel zu sleeven und dann gehen mir die Sleeves aus mittendrin. Und dann bestelle ich neue und tue das Spiel wieder ins Regal. Dann kommen die Sleeves eine Woche später. Und dann weißt du nicht mehr, wofür. Und ich habe keine Ahnung, welches Spiel ich weiter sleeven wollte. Ja, das ist echt ätzend dann. Es ist sehr lustig, ich mag Solo-Spiele und Wargames-Spiele und ich bin in Facebook in eine absolut total komische Gruppe, heißt Solo-Wargamers und es gibt immer wieder Bilder von irgend so einem Plättchen, die wissen nicht, sag mal, von welchem Spiel ist das und alle die Wargames sehen genauso aus, die kleinen so, finde ich so, keine Ahnung. Und die Antworten sind alle unterschiedlich, das heißt, ich habe keine Ahnung, wer das gehört, das ist super. Sehr schön. Ja, an der Stelle auch noch danke an Conny, habe ich gerade gesehen, wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Wir sind bei 270 Euro Spendenstand. Sehr, 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 sehr lieb. Das läuft auch schon mal sehr, 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 sehr gut. Danke dafür. Hier dann auch wieder die Flügelschlageier und Honeybus. Ah, da freuen wir uns doch, wenn die Bienchen fliegen. Und diese komischen Donutwürfel da, was ist das? Ja, und die Kuchenstücke, die sagen mir auch tatsächlich nichts. Ja, das ist hier, ist das Cookie Empire oder wie das heißt? Nee, ich glaube, das sieht wieder anders aus. Aber auf jeden Fall, das Bild ist super schön. Auch sehr, 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 sehr schön, ja. Ja, ja. Oh, hier. Ja klar, das geht natürlich auch, wenn wir uns Draftosaurus vornehmen. Draftosaurus, ja. Schön. Was auch immer das Teil da hinten ist, aber das okay. Finde ich aber toll, dass halt quasi der vierte Dino gab es in der Farbe nicht und dann wurde halt quasi ein Dino selbst gebaut. Finde ich super geil. Mit Erweiterung ist doch da, glaube ich, das lila Vieh dabei, oder? Ist das nicht so? Ich weiß gar nicht. Aber man kann sich ja aushelfen, super gut. Sind die Kuchen nicht auch aus Seize the Bean? Boardgame Bee, ich glaube dir einfach alles. Ich wollte gerade sagen, ja, bestimmt. Ja. Sumse Marie, danke dir auch fürs Follow. Sehr lieb, dass du hier bist. Dann gucken wir mal weiter. Oh, das sieht ja auch schön aus. Hier hinten Canvas müsste das ja sein. Und dann hier vorne. Drachenpower. Mal wieder hier Flamecraft in beiden, hier mit beiden Teilen. Das hier vorne ist aber auch wieder von Canvas die Siegel. Sehr cool. Sehr cool. Das passt farblich auch sehr schön. Richtig geil. Es ist einfach so krass, was inzwischen auf Instagram eigentlich so an Handyfoto-Kunstwerken abgeht. Ja, absolut. Ich weiß schon, das warum ich fast nichts mehr auf Instagram hochlade, weil mein Zeug sieht alles scheiße aus dagegen. Ich glaube, ich müsste mir sowas machen.
Die Handys sind ja halt auch gut. Ich meine, ich mache auch alle Fotos immer noch nur mit dem Handy, aber ja. Scheiße, ich müsste viel mehr so Kreativfotos machen und nicht immer nur mein Zeugs hier. Das ist auch super. Next Station London, beziehungsweise... Ja, genau. Diese Kärtchen kenne ich aber gar nicht. Ist das irgendeine Erweiterung davon oder ist das schon Next Station? Nee, das ist, glaube ich, die neue Version auch. Nee, ich hatte nicht so wie diese Bonuskarten oder irgend sowas. Sind die nicht die? Sehen die so aus? Also die kenne ich auch so. Von also die Stifte müssten auf jeden Fall Next Station London sein, aus meiner Sicht. Ja. Da haben wir ja die Farben dabei. Stimmt. Es ist so krass, wie oft diese Farben auch vorkommen überall. Ja. Oh, hier ganz kreativ. Oh, ich habe ein paar Follows vergessen. Sorry, ich muss mal ganz kurz zurück hier. Weißt du, ich sag doch was. Ich gucke und vergesse den Leuten zu folgen. So, jetzt. Weiß, da war's dann. So. Shelf No Shame. Auch ein geiler Kanalname. Super und geil. Hier richtig geil kreativ ausgetobt. Das mag ich. Ich dachte schon fast, das wäre so ein Foto von der Pika. Die macht auch immer was mit so viel Tiefe in ihren Bildern. Aber ich glaube, Pika kommt noch. Aber Pika hat es geliked. Hier sehe ich doch. Geil. Sehr cool. Oh ja. Ja. Parks geht natürlich Parks. Auch. Ja, stimmt. Die sind mir dann auch reingefallen, dass ich die hätte auch benutzen können. Oh, ja. der hat in den Mübel reingebissen hier schon, seht ihr das? Der Horstonaut, sorry, dass ich noch nicht gesagt habe, der Horstonaut hat 100 Euro in den Topf geschmissen. Wow, danke super. Dir wow. dafür. Vielen Dank. 100 Euro gibt es ja auch kurz mal, keine Ahnung, hier gibt es auch mal einen Kuss von Fernando. Fernando, Kuss. Jetzt schläft er die wieder. Ich hatte nämlich schon überlegt, ob wir so kleine Zwischengoals einbauen. Wenn 500 Euro zusammenkommen, müssen wir hier irgendwie was machen. Da habe ich mir gedacht, nee, ich mache mich doch nicht zum Affen für euch. Ihr müsst doch einfach mal so Geld spenden. Ja. Parks, sehr cool. Richtig, richtig cool. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Oh ja. Carcassonne Summer Camp Dixit Survive. Ich habe mir zuerst gedacht, ob hier irgendeine Story erzählt wird, aber es geht, glaube ich, wirklich nur um die Miebel. Ja. Ja, von Crawl Board Games. Ich hätte es aber witzig gefunden, wenn jetzt diese vier Spiele irgendeine Story erzählt hätten. Ja. Survive hätte man ja einbauen können, aber die anderen Sachen nicht. Aber Survive in Summer Camp. Aber auch Summer Camp, also kein deutscher Kanal? Nee. Sonst wäre das ja Wanderlust, heißt es ja auf Deutsch. Marcel Boardgamer, schön, dass du da bist. Danke dir. Erste Nachricht im Chat. Ich habe es diesmal nicht geschafft, ein neues Foto zu machen. Aber du hast ein Foto gemacht, Pika. Ich habe doch eins gesehen. Kommt doch gleich. Hier auch wieder Flügelschlag am Start. Big Geek, Little Geek. Mein Gott, wie viele Geeks und Boardgame Greeks und so es immer gibt. Hier der Big Geek und der Little Geek. Ich habe Angst, dass die jetzt mir meinen Kanal streitig machen. Ich bin dann der Medium Geek. Der Medium Geek. Aber auch sehr, sehr, sehr cool. Die ist ja auch nicht deutsch. Die kommen aus England. Ja. Big Geek. Ich glaube, die sind alle über Rakzu am Start, aber ist ja scheißegal. Viele auch, ja. Das Spiel sagt mir zum Beispiel gar nichts, aber auch von den Farben her super passend. Ah doch, das ist doch dieses... Ah, nee. Oh. Das ist nicht Tranquility, aber ein bisschen... Ah, nee, okay, weil ja, Tranquility. Ich wollte gerade sagen, es müsste Tranquility sein. Hier steht halt auch Tranquility, ja. Das ist Tranquility, aber getuned die Farbe sozusagen. Ja, genau. Achso, das ist nicht die Originalfarbe vom Spiel, der hat ein bisschen nachgeholfen. Nein, nein. Ja, genau. Nein, das sieht so viel wie Meer oder See. Ja, genau. Und Himmel, genau. Ja, sensationell. Dann hier wieder Zug super, um Zug und die Dinger hier von Jaipur. Das sind auch die Karten von Jaipur da oben. Ja, das ist genau. Jaipur, ja. Und Zug um Zug. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Muss vom folgen. BG kalt ist. Ja, ja, danke, danke, danke. So, oh ja. Oh, das Spiel ist so grottig schlecht, aber Board Game Angel, danke dafür. Boah, ich hab's so gehasst. Das Spiel finde ich auch furchtbar. Oh, meine Kinder haben das rauf und runter gespielt, weil sie so froh waren, die Zahlen von 1 bis 10 zu können. Ich bin so froh, dass das ausziehen konnte, weil es wirklich sehr stumpf. Aber es gibt wohl eine Zielgruppe dafür, die sind irgendwie zwischen 4 und 8 Jahre alt, die fahren da voll drauf ab. Ansonsten, ja. Dann kommt das auf mich ja noch zu weit. Ja. Ich weiß gar nicht, wie hieß das? Ten Dingsbums? Keine Ahnung, ist ja auch egal, wie es heißt. Spielmehr.de auf jeden Fall. Mehr spielen hilft immer. Alle mit diesen Flügelschlageiern, das ist schon krass. Ja.
Ja, das ist halt, Flügelschlag hat halt, glaube ich, passen, ja, jeder. Also, aber gut, bei dem Flügelschlag gibt es einfach auch jede Farbe, kann das sein? Das ist es halt, ja. Genau, ich habe es letztes Jahr auch mit Flügelschlag gemacht. Ja. Ja. Likest du dann auch noch die Bilder oder folgst du nur? Hey, ich folge einfach nur. Wenn ich jetzt noch alles like, das ist dann auch irgendwann übertrieben. Ich folge den Leuten, weil ich mich freue, dass sie mitmachen und ich mir immer denke, das scheinen die Kanäle auf Instagram zu sein, denen man folgen muss. Das sind die Kanäle, die mehr können, als nur auf ihr nächstes YouTube-Video hinweisen und so. Die nicht immer nur sich selber rausblasen, sondern auch mal andere Sachen featuren. Sowas möchte ich gern mehr sehen und ich versuche das dem Algorithmus gerade beizubringen. Ja, ich like es vielleicht von anders. Oh, die Farbgebung ist natürlich ganz extravagant hier aus Woodcraft. Fast getroffen. Aber das Support-Banner dabei. Man hat halt nicht immer die Farben zur Hand, will trotzdem mitmachen. Ich finde es super. Das ist es halt. Ja. Ich meine, letztlich zählt jeder Awareness zählt. Aber das sind ja noch ein paar mehr Fotos hier. Ja. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, es hat auch was von so der eine unter vielen und so. Ja, natürlich, das ist ein System. Es steckt ein System dahinter. Ja. Das ist gut. Weil da ist ja auch die eine, zwei, genau. Ja gut, vielleicht haben alle die auch nur sich. Ein Spiel zu Hause. Ja, man hat halt nicht immer alle Farben. Das ja. Wir gucken weiter. Hier, Board Games in the Wild. Geil. Der Kanal ist wahrscheinlich auch ein bisschen neuer. Hier Board Games in the Wild, Survival Tipps, hier auch mal wieder wild durchgegangen. Hier ist ein bisschen Cascadia am Start. Mhm. Die Bäume sind doch aus Arboretum, irgendwie so. Arboretum, nee, ich glaube nicht. Oder? Doch, die Karten, ne? Ein paar von den Würfeln habe ich auch schon mal gesehen, aber ich kann sie nicht mehr zuordnen. Das Vieh habe ich auch schon mal gesehen. Also der 2 sieht schon aus. Ah ja, Hive, ja, genau, danke. Na doch, Arboretum, ne? Doch, Arboretum, ja. Ja. Da ist mal wieder nochmal so ein Ding von Draftosaurus. Genau. Aber was ist das für ein Würfel? Also diese bedruckten Würfel hier, die habe ich auf jeden Fall schon mal im Spiel gehabt. Die sagen mir jetzt. Ist es nicht von dieser Wok. Wok, Dingsbums. Dice Roll. Dice Roll, Wok, ja, ja, so Wok ähnlich. Roll, World of Wokkraft. Oh, geil. Das würde ich spielen. Das ist geil. Was für ein geiles Game. World of Wokkraft. Fänd ich mega. Ja. Es hört aber auch nicht auf mit den Bildern. Mega. Siehst du, Walk and Roll. So. Und halt auch wieder einer. Danke, Chris. Der über Rakzu halt mitgemacht hat. Aber auch geil. Leider. Nächstes Jahr ist es leider ein Mittwoch, dann geht das nicht mehr. Schade. Ich habe direkt nachgeguckt. Hier mal wieder auch Parks am Start. Vom Speljet aus Holland. Speljet-Kabinett. Sehr, sehr, sehr cool. Speljet-Kabinett. Das finde ich richtig geil, dass das so international geht. Das ist cool. Ja. Auch schön hier. Tabletop Worldwide. One word, many pictures, where do you stay? Der Boardgame Pizzi. Mein Gott, was auch alles für Namen gibt. Das ist auch schön mit den Spirit Island Geistern. Ja. Ja, sehr, 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 sehr cool. Nochmal die Würfel von Scheiferlei. It's a repost, heavy busy week, genau. Ist doch kein Problem. Er hat es nicht geschafft die Woche. Ist doch scheißegal. Aber auch amerikanischer Account, also man hat alles dabei. Hauptsache mitgemacht, das ist doch das Wichtige. Oh, hier, ja. Ganz kreativ hier. Ja, Raucus hat kein Brettspiel genommen, er hat, das sagt er auch in seinem Post, er hat quasi das Bild genommen, das seine Mutter ihm gemalt hat, als er mit 3 Mal lange im Krankenhaus war. Und er sieht, wenn er halt holt, was seine Mutter schon für ihn gemacht hat, obwohl er nur ein kleines Wehwehchen hatte, ist es halt Wahnsinn, was die Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen durchmachen müssen. Also fand ich auch sehr stark, wirklich. Ja. Weil es halt die Geschichte hat dann halt. Wow. Ist dann halt nicht, kein Brettspiel, aber das ist in dem Fall dann auch tatsächlich einfach egal. Wow. Weil das ist super gut. Ja, das finde ich auch krass, wenn die Leute so persönliche Sachen auch noch machen. Da gibt es dann sogar ein Herzchen von mir. Da habe ich sogar ein Herzchen drauf. Ich möchte noch kurz dem Marcel Boardgamer danken für 20 Euro. Wir sind bei 390 danke. Euro im Fundraising. Sehr, sehr, sehr lieb von dir. Danke, danke, danke. Ach, der Kidstock muss man gleich weiter. Aber du folgst ihm in meinen. Hast du jetzt da Calico gepostet? Ja, klar. Aber ist schon. Das Bild ist schön. Ja, das Bild ist schön, aber was ist denn bei dir schief gewickelt? Wo hast du das bei dir im Regal versteckt? Das habe ich ja noch nie bei dir hinter dir gesehen. Das habe ich neben mir. Der bleibt immer. Das ist meine alle. Das ist die Laptop-Ablage bei dir wahrscheinlich. Nee, das ist der erste Spiel, das ich gewonnen habe in einem Giveaway von Hon versus Alex. Okay.
Nee, von Wheel of Board Games. Von Wheel of Board Games. Dann ist okay, dass du es nicht gekauft hast. Das ist okay. Wobei, das ist ein nettes Spiel, aber gegen die vielen Plättchenlegespielchen, die es so gibt auf dieser Welt. Es ist ein total böses Spiel. Ja. Das sieht nett und ganz einfach. Bei dir ist jedes Spiel böse, wenn du es spielst, oder? Ich hab Abneigung gegen Plättchenlegespiele, deswegen habe ich das noch nicht gespielt. Nee, das ist cool. Ich mag Calico, das ist schon süß. Und das Schlimmste ist ja, dass vorne drauf keine Calico-Katze drauf ist auf dem Cover. Das ist ja das, wo sich der Dice Tower immer aufregt. Dass die Katze vorne nicht zum Namen passt des Spiels. Ja. So. Also ist eine schöne Fernando hat auch mitgemacht. Kriegt auch ein Herzchen von mir. Der Fernando kriegt ein Herzchen. So, ja. Board to Play. Alles in eine Karte gepackt hier. Kann man machen. Der Rainer Knizia hat zugeschlagen, oder? Ist das dieses, wie heißt das? Boah. Ja, es ist das Exodus. Excel. Ja, genau. Ja. Es gab so die neue Version. Ist das die lila, ne? Equinox. Ah ja, stimmt, Equinox. Genau. Ich glaube, ich müsste es sein. Ja. Ja. Aber finde ich schön, auch mit der tiefen Unschärfe drin, ist auch super. Ja. Hat es gut gemacht, ja. Sehr cool. Mel's Board Game Room. Show us your colors, auf jeden Fall. Hat hier auch das habe ich noch gar nicht gesehen. Siehst du den mal. Würfelsack ausgepackt. Ist auch relativ neu, erst vor 2 Stunden. Okay. Dann schauen wir mal hier weiter. Games the Stampede. Oh, cool. Wow. Was sind denn das für Plättchen? Sind das die? Weiß ich überhaupt nicht. Also diese längliche, was sind das? Was sind das? Das neue Game, was Skellig rausgebracht hat, die sind ein bisschen anders. Aber ich habe ein Spiel gespielt mit solchen Tetris-Teilen. Was war denn das? Die sind relativ groß. Sie sehen es auf dem Foto so klein aus, aber weil ihr seht ja, wie groß die Züge hier auch sind. Ja, aber diese längliche, was sind diese längliche blaue? Der König in der Mitte ist von King Domino, glaube ich. Oder ja. Und wieder ein bisschen Raftosaurus und so weiter. Aber die Dinger habe ich auf jeden Fall irgendwo gespielt. Ja, ich Board auch. Game B weiß deswegen, das bestimmt. Ja, deswegen habe ich gefragt. Was steht's hier? Ich weiß es nicht. Recognize any pieces. Wir schauen einfach hier rein. Love this. Na super. Promoted on Gurkpunkt schreibe ich jetzt gleich wieder drunter. Muss ich auch gleich noch. Habe ich noch gar nicht gesehen. Verdammt. Ja. Gleich mal liken je nachher. Hier, der Marcel Boardgamer. Jawohl. Das weiß der Boardgame Bee nicht. Oh, wir sind verloren. Hier finde ich auch so geil, dass der Meeple hier schon so angeranzt ist, wo du so richtig sagst, der ist so richtig bespielt. Sehr gut. Blockus, danke. Blockus ist das. Danke. Ah, okay. Das ist super. Das komische Ding. Ja. Ah, diese Schwarmintelligenz ist schon was Tolles. Ja. Dann hier auch, danke. Hier Chaos Meeple. Auch voll gut. Alle das tun sie immer cool. ihre Spiele so ausdingseln. Also, das werde ich jetzt, glaube ich, auch mal tun. Ja, sie hat lange wieder gebraucht, um es zusammenzubauen. Hier Aqualin am Start. Azul, dritte Version. Azul, ja. Die Dinger hier sind, New York Zoo. Genau, New York Zoo, genau. Mhm. Robin Hood. Ja, stimmt. Die ganz kleinen Würfel. Das Spiel habe ich doch auch mit diesen ganz kleinen Würfeln. Ja, aus. Wo kommen denn diese ganz kleinen Würfel vor? Das ist so schlimm. Ja, also ich könnte in keinem Spieleteile-Quiz mitmachen. Sensationell. Wir gucken weiter. Das ist L-Word, glaube ich. L. Irgendwas mit L. Wie heißt das? Heißt das nicht The L-Word? Nee. Nein. L steht für Langeweile. Ich habe meins der Meeple Queen, glaube ich, verkauft. Schwarze Verpackung. Hier, Marcel Boardgamer. Project L. Hier, Marcel Boardgamer. Der Meeple war nicht benutzt, das war ein selbstgemachter mit Glitzer. Okay, ja, gut. Grüße an deine Frau, sorry dafür. Und Grüße bitte an den Nemesis-Zwerg. Danke für 60 Euro im Topf. Wir sind bei Dankeschön. 450 Euro angekommen. Sehr, 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 sehr lieb. Wir gucken einmal kurz, weil wir da sind, einmal nochmal hier kurz auf diese Seite. Falls ihr da mitspenden wollt, gar kein Problem. Geht einfach auf charity.geek.de oder macht hier im Chat einfach Ausrufezeichen spenden. Dann landet ihr hier auf der Seite. Das Ganze ist Better Place. Das sind also nicht wir, die da Geld sammeln. 100% von dem Geld wird hier für die Gemeinnützigkeit genutzt. Ihr kriegt auch eine Spendenquittung. Könnt hier unten einfach spenden.
nicht wundern, da steht noch der falsche Betrag. Jetzt sind wir bei den 450 Euro. Und ihr könnt es auch anonym machen. Ihr müsst nicht euren Namen schreiben. Wenn ihr euren Namen schreibt, dann lesen wir den sehr, 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 sehr gerne vor. Und das Ganze, wie gesagt, kommt hier der Arche zugute, die sich generell... Achse. Die Arche, Entschuldigung. Achse. Arche gibt es auch, aber das ist Achse. Wir fangen mal noch von vorne an. Der Allianz chronischer... solange ich nicht gesagt habe, der Allianzversicherung. Also der Allianz chronischer seltener Erkrankungen, kurz Achse genannt, denen kommt das Geld zugute und die kümmern sich hier um seltene Krankheiten, um Organisationen, die dort forschen, Awareness schaffen etc., Leid mindern und so weiter. So. Und wenn ihr kein Geld habt, überhaupt gar kein Problem, dann geht ihr jetzt auf euren Instagram-Kanal und postet noch ein bisschen was drüber. Nutzt vielleicht auch den Link, dass vielleicht der ein oder andere, der sich's leisten kann, hier einfach noch Geld in den Topf schmeißen wird. So, was haben wir denn hier? Die Figuren kenne ich schon mal wieder nicht. Seid. Was? Ja. Oder? Nee. Die haben doch richtig Farbe, nee. Oder? Bin ich jetzt blöd? Die Mechs sehen doch da nicht so aus. Ja, aber ich glaube, es sehen ist schön aus. Steht sogar am Hashtag. Es steht sogar am Hashtag, deswegen. Echt? So sehen die doch bei mir nicht aus. Hat die einer angemalt? Nee. Der hat es kaputt gemacht. Oder? Sobald man doch, ich will mich jetzt nicht aufreden, aber die Minis sehen eigentlich für Scythe-Verhältnisse fast ein bisschen zu günstig aus, oder? Ist das vielleicht eine Erweiterung von Scythe? Das ist die koreanische Scythe-Version oder chinesische. Ich war auch nicht sicher, aber... Vielleicht hat der hier, ich weiß jetzt nicht, wo er herkommt, ob in seinem Land hier Portal Games da irgendwie, hier steht der Portal Games, da irgendwie eine Spezialversion draus macht, irgendwie in günstiger oder so. My Little Scythe oder so, keine Ahnung. Das gibt's doch auch. Die chinesische Seitaufgabe. Zeig. Oder? Ja. Also ich mache jetzt gleich meins auf. Meins sieht doch anders aus. Ja, meins sieht auch anders aus. Ja. Nee. So, dann hier. Oh, ja, sehr schön. Ja, da hätte man auf die Idee kommen müssen. Hier Wonderland's Worn ist natürlich von den Farben her auch prädestiniert scheiße. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Weil da kriegt er sogar ein Herzchen, weil das ist super schlau. Das ist natürlich super schlau. Leider hat er nicht die Kickstarter-Version, sonst wären das auch geile Figuren gewesen. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Oh, hier fast schon modernes Kunstwerk. Mhm. Kaffee. Das war viel Spaß, Miepel. Das wieder in den Schrank zu räumen. Kaffee mit Miepel. Aber das ist halt auch das Schöne. Du siehst halt auch wirklich, die Leute machen sich echt Gedanken. Die machen ihren halben Schrank leer, die räumen alles hin. Also es ist wirklich wunderbar, wie viel Arbeit da drin steckt. Geil. Spielmagie kriegt auch direkt ein Follow. Wunderbare Dings, wie heißt das? Wildes Weltall. Wildes Weltall. Wildes Weltall, ja. Schönes Spiel. Ja, absolut. Oh, das mag ich zum Beispiel nicht, aber das lag daran, ich habe es immer mit Leuten gespielt, die haben dann wie wahnsinnig, also ich spiele die Karte und dann kann ich die Karte noch spielen, dann spiele ich direkt die Karte, bla, und dann kam ich dran und gesagt, ich spiele eine Karte. Ja, okay. Ja, also ich habe es nie hinbekommen, dass diese Kettenzüge so abfeiern. Da gibt es ja wirklich Leute, die können dann irgendwie 8 Sachen hintereinander rausdonnern, weil du hast ja so wenig Züge in dem Spiel und ich saß immer da wie der letzte Idiot in dem Game. Naja. Basti hat den Regeln nicht verstanden und das Spiel Wildes Weltall 3 Stunden. Was geht da so los? Board Game Diaries aus München, wusste ich gar nicht hier. Müssen wir auch was zusammen machen, ist ja hier in der Ecke. Super auch geil. Cooles Bild. Sehr cooles Bild. Ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Auch schön im Thema. Ja, das ist echt sehr cool. Sunny, alles richtig von dir. Hab selber nichts vorbereitet, aber gerade geteilt. Perfekt. Das reicht doch vollkommen. Das ist doch genug Support. Alles gut. Jeder, der ein bisschen Awareness schafft, hilft. Ja. Das Dark Meeple Games Girl. Oh ja, der folge ich jetzt auf jeden Fall. Dark Meeple Games Girl. Das sind auf jeden Fall schon mal 2 Sachen im Namen, die ich gut finde. Meeple und Games. Na gut, dann sind es vielleicht schon 3 Sachen mit Girl. Ah, Wahnsinn, da ist ja alles dabei. Hier coole Würfel auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr coole Würfel. Was sind das? Die Herzen? Aber jetzt. If you love it, then like it. Thank you. Ah, hier, guck mal. Gleich noch hier. Okay, ich gucke da mal auf ein paar anderen Plattformen auch. Da glaube ich, habe ich das Logo schon mal gesehen. Kann ich jetzt tatsächlich aber auch nicht. Okay, der Würfel ist auch heiß hier. Ich glaube, du kennst die Account schon von. Ja, if you want to join, mal. Please DM. Ja. Ich slide dir mal in deine DMs rüber. Ja. Nee, das ist ja der auch für Rackschuh gewesen. Ach so. Board Games for Two passt ja auch perfekt. Aus Greifswald.
hier auch schön das Logo nachgebaut. Logo nachgebaut, ja. Das ist sehr gut. Wow. So. Sehr schön, auch das ein bisschen Honeybuzz dabei. Das auch hier wieder. Also Flamecraft hat, aber wie viele Leute Flamecraft auch haben. Ja, es ist aber auch ein schönes Spiel. Ja, krass. Ja, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Hat auch noch ein paar Fakten mit dabei, auch gut. Und macht sogar Werbung hier für deinen Twitch-Stream. Was? Und gibt auch ein Herz. Dann gibt es ein Herz. Sehr, 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 sehr lieb. Danke dafür. Hier haben wir wieder ein bisschen Carcassonne am Start. Ja, Hans im Glück verklagt alle, die Meeple abdrucken. Ja, auch sehr, 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 sehr cool. Und ich glaube, und halt jetzt auch, bin ich am Ende angekommen, ja. Ja, das kann sein, ja. Das war auch einer der Aktionen dabei. Jetzt bin ich in der Liste ganz am Ende, ganz oben bei den Sachen. Und hier werden mir die Highlights angezeigt. Hier können wir noch mal kurz aktualisieren. Riskieren. Ich kann noch mal aktualisieren. Vielleicht ist noch was ganz. Ich glaube, es sind laut. Also mein Handy hat ein paar Mal vibriert. Es müssten noch ein paar neue dabei kommen. Schauen wir mal, ob es hier ein bisschen eskaliert. Oh, ich bin zum Top-Beitrag hochgerutscht. Das ist doch schon mal super. Ich selber finde mich schon mal gut. Ah, hier sind noch ein paar ganz neue dabei. Ja. Oh, cool. Stimmt. Aber nach was wird das hier sortiert? Ja, also die haben wir schon gesehen, klar. Aber die haben wir lustigerweise noch nicht gesehen. Ich gehe einfach drauf. Hier ja, Camping-Meeple. Das kenne ich auch noch nicht. Vor 58 Minuten. Das ist cool. In Richmond das North. Ja, die gucken natürlich auch bei uns zu. Super. Gerade Foto. Grüße an Richmond. Ja, es sind, kommen halt einige von den Amis jetzt. Aber geil, gleich. Auch die Limousine da hinten gleich. Ja, hier so die eine von der Zeitzone halt hinten dran sind. Die kommen halt jetzt alle noch. Da fehlen aber einige, die mir noch angezeigt werden. Boardgame Beat, die haben mich alle blockiert, deswegen kann ich mir die Sachen nicht angucken wahrscheinlich. Wir gucken gleich mal. Hier, ah, guck mal, die Boardgame Beat. Ding kann ich ja gar nicht folgen, folge ich ja schon. Boardgame Beat hat am 29.02., die sind schon morgen. Ach so, wenn kein Schaltjahr ist, ich weiß. So, hier auch schön brav Railroad Inc. noch untergebracht. Mhm. Mhm. Gut, dass ich da alle meine Versionen verkauft habe, sonst hätte ich hier wirklich jede Farbe gehabt. Meeple Fun hat auch nochmal die Würfel für sich entdeckt. Sehr, sehr, sehr cool. Und wieder Flamecraft. Bastis Brettspielzeit. Ja, könnte auch mein Kanal Flamecraft sein. Ist überall. Ja, sehr, 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 sehr cool. Oh, geil. Auf das Game habe ich auch Bock. Hier Tracking Through History. Das soll richtig gut sein. Na. Das habe ich schon die ganze Zeit. Nee, ich hab aber ein paar Reviews drüber geguckt von Leuten, denen ich zutraue, dass sie meinen Geschmack treffen. Ja, ich auch. Genau. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Was ich sehr schade finde, ich habe der Autor von dem Spiel hat seine Finanzen offengelegt aus letztem Jahr. Der hat mit diesem Spiel doch glatt $2000 Einnahmen erzielt letztes Jahr. Okay. Da merkt man erst, wie wenig man als Brettspielautor leider verdient. Ja. Soll recht seicht sein. Ja, Natok, das ist genau das Richtige für mich. Oh ja, Powerplans. Auch das passt natürlich mal gut hier rein. Siehst du mal. Auch schön. Hätte man, gut, der hat wahrscheinlich die Spielmatte nicht, sonst hätte er es auf der Spielmatte machen können. Auch sehr, sehr, sehr cool. Ja. Das hatten wir doch schon, aber ich habe noch nicht gefolgt. Wollte gerade sagen. Ja. Da habe ich nicht gefolgt. So, jetzt wiederholen sich ein bisschen wieder Bilder. So, jetzt hieß es. Jetzt hieß es, ich hätte noch nicht alle gesehen. Ich bin natürlich hier auf Board Games for Rare Diseases. Vielleicht hat wieder der eine oder andere was falsch gemacht. Können gerne noch gucken. Ich möchte ja nicht jemanden unterschlagen, den wir verpasst haben. Aber bisher ist das hier meine Ausbeute. Also es ist schon recht viel. Also ich muss ja sagen, wir haben jetzt hier knapp 100 wahrscheinlich gesehen. Ja, sicher. Sehr, 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 sehr cool. Leider halt wieder, oder was heißt leider, wie letztes Jahr auch, kennen wir die Kanäle alle. Ja, hier geht es dann schon, das ist dann das alte Jahr. Das ist ja das Vorjahr, das haben wir alle schon mal gesehen gehabt. Genau. Nö. Dass halt leider eher die kleinen Kanäle das Ganze unterstützen. Jetzt ist es ja kein Wettlauf, wo man sagt, wer supportet es am besten. Aber man merkt natürlich schon, dass die großen Kanäle eher mit einem anderen Konzept auf Instagram dran sind. Die machen halt ihren Stiefel, den können sie. Deswegen danke auch. Ich finde es immer wieder cool einfach, was die Kleinen erreichen können. Und ich glaube, wir haben damit auch eine ganz gute Masse an Leuten erreicht. Ob jetzt da die Großen noch dabei gewesen wären oder nicht, ist doch scheißegal. Wir haben es doch so auch geschafft, finde ich. Hauptsache ist, dass wieder viele mit dabei waren. Ich denke, wie gesagt, einige Beiträge kommen jetzt halt noch von den Amis, von denen ich einige weiß, die mitmachen werden. Die sind halt von der Zeit so näher, noch nicht so weit. Da kommt jetzt noch was dazu. Und es ist wirklich super, super geil, jedes Jahr zu sehen, wie viel
Kreativität einfach da reingesteckt wird und wie viele Leute sich mit dem Thema auch das erste Mal dann einfach befassen. Das ist halt... Sunny schreibt gerade, sie hat ein paar Kanäle ohne Boardgame-Bezug gesehen heute. Das ist natürlich klar, der Rare Disease Day hat nichts mit Boardgames selber zu tun. Das heißt, wenn du nur nach Rare Disease Day guckst, findest du ganz, 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 ganz viele Sachen natürlich, weil das ja wirklich so ein offizieller Feiertag, Gedenktag ist und nur wir Brettspieler das halt auch dank Thomas hier für uns noch ein bisschen nutzen. Wobei auch die Achse, mit denen ich geschrieben habe, die haben auch schon gesagt, sie waren für letztes Jahr schon begeistert und froh, wie viel mitgemacht haben und finden die Auktion halt auch geil, weil es mal eine andere Zielgruppe ist, die darüber redet. Weil sonst reden über seltene Erkrankungen nur die seltenen Erkrankungen. Ja, genau, so haben die wir halt auch einfach mal, oder Familien. Ja, klar. Genau, und so haben wir halt das Ganze mal auch in einen anderen Teil der Gesellschaft gebracht und man sieht wie immer, Brettspiele sind sehr sozial. Ja, möchte ich gerade sagen, ich an dieser Stelle erneut Dankeschön für 450 Euro Spendenstand. Wahnsinn, und die Top-Spende immer noch von Horstonaut, der hat richtig einen rausgehauen. Danke dir sehr dafür. Wenn ihr spenden wollt, total einfach, ihr macht einfach Ausrufezeichen Spenden, geht auf den Link, ihr könnt mit PayPal, mit Bankeinzug, mit Kreditkarte, ihr könnt das anonym machen, ihr könnt euren Namen reindonnern, wenn ihr noch ein bisschen vorgelesen werden wollt. Die Seite sieht dann einfach nur so aus. Da kommt ihr drauf, betterplace.org. Also es landet nicht bei uns in der Tasche, sondern zu 100% bei der Achse, der Allianz für chronische und seltene Erkrankungen, kurz Achse. Ich habe es mir extra hier nochmal markiert. Genau, also schmeißt da gerne noch ein bisschen was in den Topf, so wie Blue Fox Meeple gerade. Danke dir. Dankeschön. Sind wir schon bei 475. Ja, sensationell. Cool. Ich denke mal, du wirst es nächstes Jahr wieder machen, Thomas, oder? Also, ich habe tatsächlich im Vorfeld dieses Jahr überlegt, ob ich es nochmal machen soll. Aber dann haben mich schon einige Leute angeschrieben, haben gesagt, du machst das ja wieder. Also von daher bleibt mir jetzt eh nichts mehr übrig. Und auf jeden Fall. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht ein kürzeres Hashtag mir einfallen lassen kann. Aber jetzt bleibt es dabei und auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Übrigens hier von Rollabella, grüß dich, dass du hier bist. Das ist wirklich wichtig. Ich arbeite für ein Netzwerk für behinderte Frauen und man kommt kaum in andere Bubbles rein. Danke dir sehr, sehr, sehr für die Zustimmung. Ich glaube, Brettspieler wollen auch, also wir unterstützen, glaube ich, gerne. Es muss ja nicht immer nur, man muss sich ja nicht immer nur gegenseitig unterstützen. Man kann doch auch mal, sagen wir mal, auf die Schwächsten in der Gesellschaft auch Rücksicht nehmen. Cool. Wie geht's deinem Sohn? Richtig, Sohn ist das inzwischen. Gut, also wir haben Glück. Er ist zwar, seit er im Kindergarten ist, mit drei gefühlt alle drei Wochen krank, aber das ist ja letztlich das Normale, denke ich. Aber ansonsten hatten wir wirklich Glück und es ist alles so, wie es sein soll. Also er ist in der Entwicklung her alles tipptopp. Wir fahren jetzt, wenn es klappt, hoffentlich übermorgen nach Mannheim zum Vierjahres-TÜV quasi, weil wir sind halt immer noch in Mannheim in der Uniklinik angeschlossen und werden quasi, bis er 18 ist, immer noch mal kontrolliert, weil es geht halt auch drum, zu checken mit Röntgen oder in ein paar Abständen in CT oder MRT, ob das Zwerchfell nicht wieder aufgeht, ob das Patch, das eingenäht wurde, nicht wieder reißt. Ja, aber ansonsten haben wir wirklich Glück gehabt. Viele haben nicht so viel Glück. Also es ging alles echt gut. Es stand während der Zeit, wo wir in Mannheim waren. Wir waren ja insgesamt 81 Tage in der Klinik. War es oft an einem Punkt, wo es sehr kritisch war, wo es echt scheiße aussah. Aber er hat es gut gemeistert und heute merkt man eigentlich wenig davon. Er ist ein bisschen zierlicher, bisschen dünner, aber das sind die zwerchfellherren Kinder meistens. Aber ansonsten hieß es beim letzten TÜV quasi, also wenn er will, kann er auch irgendwann auf den Mount Everest klettern. Von daher haben wir wirklich Glück gehabt. Ich weiß nicht, darf ich deinen Instagram-Beitrag zeigen? Ja, natürlich. Weil du hast es ja offen gepostet. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, dass man seine Kinder zeigt, aber in dem Falle ist das, glaube ich, ja kein Vorführen, sondern es geht ja wirklich darum, einfach mal so zu zeigen, wie sich so entwickelt. Genau, darum ging es mir halt letztlich auch. Und allein durch meine Vereinsarbeit ist er auch auf Flyern zu sehen oder so. Ja, deswegen. Und an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Mario, weil ich es gerade aus dem Augenwinkel sehe. Wow, der hat auf super. 600 Euro erhöht. Danke, Mario. Ja. Sehr, 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 sehr großzügig. Danke dir sehr dafür. Und man sieht halt in der Mitte, sieht man halt auch schön ein Bild in sein Zimmer rein.
Und da erkennt man halt so einen mini kleinen Punkt, das ist das Kind und alles andere sind die Maschine, 400 Perfusoren und ich weiß gar nicht, was noch alles, die halt ihn irgendwie am Leben gehalten haben. Und, ja. Also es war schon eine interessante Zeit. Ja, also das wünschst du ja keinen Eltern, ja. Das ist ja wirklich, also klar, den Kindern wünschst du es auch nicht, aber die sind noch so jung, die ich glaube, die werden die sich da auch nicht dran erinnern können, aber als Eltern, nee, glaube ich, ist es schwierig, sowas mal zu vergessen. Also von daher richtig, richtig cool, dass der sich so proper entwickelt. Und man merkt halt, er sieht halt, er hat halt eine riesen Narbe komplett über den ganzen Bauch. Also da weiß er schon, da ist was anders. Und er weiß halt auch, er hat was und so. Und ja, deswegen macht mein Verein eigentlich ja auch immer regelmäßig in den Kliniken Treffen, wo sich alle Eltern halt miteinander austauschen können. Dank Corona gab es die jetzt halt ewig lang nicht. Da hoffe ich, dass wir dieses Jahr auch wieder aktiver sein können, weil das ist halt auch für die Kinder ganz wichtig, dass sie halt dann dort auch andere Kinder treffen, die genauso sind. Also beim letzten Hähnchen-Kaffee kann ich mich dran erinnern, sind die Kinder dann alle rumgelaufen und haben alle mal einmal kurz das T-Shirt hochgezogen und gesagt, ey, guck mal, der hat ja auch sowas, weil okay, ansonsten sonst überall haben sie das nicht. Die sind halt die Einzigen, die mit der Narbe rumlaufen. Und ja, das ist halt dann auch immer ganz wichtig, das so zu sehen. Und ja. Verstehe. Ah, ja, ja. Sehr, 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 sehr. Und auch da muss man sagen, von wegen Forschung und Co., also jeder von uns, die wir jetzt hier im Twitch-Stream sind, wäre daran gestorben. Weil erst vor, jetzt muss ich rechnen, 34 Jahren knapp, gab es halt die ersten ECMOs, also das heißt die ersten extrakorporalen Membranoxygenierungen, ich hoffe, es stimmt, Fernando, ja, die halt quasi die Ersatzlunge darstellen. Also das heißt, mein Sohn wurde an eine Riesenmaschine angeschlossen, die ihm Arterien und Venen den Blutkreislauf übernommen haben, damit halt seine Lunge nichts arbeiten muss, bis er operiert konnte. Und diese Maschinen gibt's für Kinder oder halt in der Form erst seit jetzt müssen es 34 Jahren sein. Vorher gab's das nicht. Das heißt, die Überlebenschance an der Zwerchfellhernie waren da gegen gleich null fast. Krass. Und nur durch die Forschung und Testen und in alles drum und dran wurde halt dann das Ganze erst ermöglicht. Und das ist es halt, warum es halt so wichtig ist, dass weiter geforscht wird. Deswegen unterstützen wir absolut auch mit unserem Verein halt Studien in Mannheim und in Bonn, damit weiter geforscht wird, weil das erhöht nur die Chance, dass die Kinder oder halt auch die Erwachsenen mit den Kranken überleben und geholfen bekommen. Ich möchte mich einmal kurz bei My Favorite Games bedanken. Jetzt sind wir bei 620 Euro. Sehr, 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 sehr großzügig. Danke sehr. Herr Fernando, jetzt bist du ja in der Kinderklinik tagtäglich mit sowas ausgesetzt. Wie ist da so die Lage mit seltenen Krankheiten? Ist das etwas, wo, sagen wir mal, die Pharmaindustrie genug Forschung reinsteckt oder sind die schon eher auch darauf angewiesen, dass man so Spenden sammelt, weil es halt nicht lukrativ ist für Konzerne, sich dafür irgendwelche Sachen zu entwickeln, weil wenn halt so wenig dran erkranken, macht es natürlich vielleicht wenig Sinn, daran zu arbeiten, zu forschen etc. Wie ist da so die Welt bei dir? Also eigentlich ist es so, die Pharmaindustrie macht viele Forschung und alle, was genetisch ist und so weiter, auch bei seltenen Krankheiten. Weil was die machen eigentlich, ist so wie sozusagen wie Blocks. Also man untersucht so bestimmte genetische Fälle, die vielleicht mehrere Krankheiten so verursachen können. Natürlich, die Pharmaindustrie, was macht die Pharmaindustrie, weiß man nicht so genau. Das ist so schwierig, das zu bestimmen. Also was man sehen kann, ist, wie viele Recherche, wie viele Forschung machen die großen Kliniken, vor allem Unikliniken von ganz Deutschland zum Beispiel in solche Sachen. Oder zum Beispiel in Mannheim, in der Uniklinik Mannheim, da habe ich auch gearbeitet, wo der Sohn von Thomas auch betreut wurde durch andere Thomas, Dr. Scheible, genau. Vielleicht eine der beste in der Szene in ganz Deutschland und ein ganz netter Mensch auch. Ich mag ihn sehr. Und die machen auch viele Forschung. Also die spezialisieren sie sich über viele Sachen, die man mit diesem ECMO-Gerät betreuen kann. Vor allem CDHA, also Schwerfellhernie. Und ja, das mit der Pharmaindustrie ist wirklich eine sehr schwierige Antwort. Das weiß man nicht. Weißt du genau, was macht die Pharmaindustrie? Ja. Weiß kein Mensch. Okay, also, dann hätte ich einen davon mal einladen müssen.
Wo investiert das Geld der Pharmaindustrie, weiß man gar nicht. Also, und vor allem wer, wo, was, es ist. Und jetzt so aus deiner Sicht als Arzt, gibt's auch irgendwelche Tipps, die man vom, was weiß ich jetzt, vielleicht ist der ein oder andere werdende Vater, Mutter, wer auch immer, gerade so ein kleines bisschen geschockt und hat vielleicht Angst. Ich meine, der Vorteil ist, wir reden über seltene Krankheiten, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber das trotzdem ist ja keiner geschützt vor Sachen. Also, gibt's irgendwelche Tipps für Eltern, was man tun soll, vielleicht im Vorfeld öfters mal zum Arzt? Keine Ahnung, das klingt jetzt am langweiligen Tipp, aber. Also ich habe sicherlich ein paar Tipps und sogar sehr wichtige Sachen. Erstmal eine sehr interessante Sache, und das ist eine Botschaft von mir. Also ich finde es sehr interessant, ich komme aus der dritten Welt, ich komme aus Argentinien, und es ist sehr interessant, dass eine Sache, dass ich sehe, seitdem ich hier Medizin mache in Deutschland, ist, dass wie häufig die Menschen versuchen, die medizinische Betreuung zu vermeiden. Mhm. In einem Land wie Deutschland, wo wir wirklich überall die Möglichkeit haben, eine medizinische Betreuung zu haben, und in großen oder kleinen Zentren, zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist, regelmäßig sich einfach untersuchen zu lassen, einfach die normale Gesundheitschecks, die man machen sollte bei einer Schwangerschaft, wo man zum Beispiel Veränderungen in den Embryo oder in dem Fetus oder in dem noch nicht geborenen Kind sehen kann und dann vielleicht denken, okay, gut, da tut sich was Komisches, vielleicht machen wir doch eine genetische Untersuchung, vielleicht machen wir doch etwas, dass wir wissen, okay, dieses Kind hat vielleicht etwas, eine seltene Krankheit oder irgendeine Krankheit, das fordert, dass dieses Kind vielleicht in eine größere Zentrum geboren wird und nicht in ein Geburtshaus oder nicht zu Hause. Genau, alle, wo du sagst, alle diese Hausgeburten, Geburten im Geburtshaus sind wirklich im 21. Jahrhundert in eine der wichtigsten ökonomischen Mächte der Welt für mich als ein Kinderarzt, der in Argentinien, in der dritten Welt geboren ist, nicht zu verstehen. Okay. Ich kann es verstehen, vielen Sachen, dass man sagt, okay, ja, aber man macht Geld und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, sich checken zu lassen, untersuchen zu lassen, bei Fragen zum Kinderarzt, Hausarzt, Allgemeinarzt, Frauenarzt zu gehen. Einfach diese Chance nutzen. Ne? Weil sonst, wenn ein Kind zum Beispiel, wir gehen in einen extremen Fall, das Kind von Thomas, wäre er geboren in Hausgeburt, ohne Möglichkeit in ein Zentrum zu gehen, wäre gestorben. Hm. Fertig. So ist es. Punkt. Oder sage ich was Falsches? Nee, ist so. Es ist genauso. Deswegen, das ist ja auch der Grund, warum wir nach Mannheim sind und nicht in die Uniklinik im Saarland nach Homburg, weil selbst die Uniklinik in Homburg hätte nichts anderes gemacht, wie einen Hubschrauber zu rufen und mir nach Mannheim zu fliegen. Ja. Aber bis er da angekommen wäre, wäre es wahrscheinlich schon gewesen. Deswegen, also wichtiger Punkt, man kann solche Sachen nie vermeiden. Es gibt über 70% von diesen Ursachen für seltene Krankheiten, die einfach eine genetische Ursache haben. Das heißt, vermeiden kann man es nicht. Aber was man machen kann, ist sicherlich viele von diesen seltenen Krankheiten kann man gut positiv betreuen und behandeln. Beispiel, eine Familie von Thomas. Und, aber nur wenn eine frühere Diagnose stattfindet. Und das kann nur stattfinden, wenn man sich untersuchen lässt, wenn man regelmäßig, zum Beispiel bei schwangeren Frauen, regelmäßig zum Gynäkologen gehen und wenn man ein Kind bekommt, dann entscheidet, okay, gut, der hat das oder das, ich mache doch kein Hausgeburt mit meiner Hebamme dabei, sondern ich gehe in eine normale Klinik. Wenn alles gut läuft und das Kind ist völlig unauffällig, kann es am nächsten Tag entlassen werden. Aber solche Sachen sind wirklich von meiner Sicht, als auch als Oberarzt in der Kinderheilkunde, wo wir häufig sehen Kinder, die wir wirklich denken, warum habt ihr das so gemacht? Warum kamt ihr nicht zur Klinik, zur Geburt und dann geht ihr nach Hause
Hose. Das ist ein super Satz. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Dass du aus einem Land kommst, wo man sich keine medizinische Versorgung eigentlich leisten kann und das machen muss. Wir können uns das eigentlich leisten und nutzen dann das System nicht aus unterschiedlichen Gründen. Das ist wirklich. Okay. Ja, ich kann es nicht verstehen, werde ich nie verstehen. Egal wie häufig solche Situationen rede und so weiter, aber jetzt für das Thema von heute, also wirklich einfach die beste Behandlung von alle Krankheiten, auch von dieser Krankheit, ist es eine gute Diagnose, die Prävention. Deswegen einfach sich untersuchen lassen, beraten lassen, besprechen. Wenn man in der Familie zum Beispiel, man weiß, dass mehrere von unsere Verwandten hatten irgendeine seltene Krankheit. Okay, gut, dann ist vielleicht doch hoch die Chancen, dass auch wenn man schwanger wird, dass auch diese seltene Krankheit die Kinder kriegen. Deswegen in so einem Fall auf jeden Fall medizinische Rat zu holen. Es gibt auch, man kann es über diese Verein wie 18 etc. etc. eine Liste von sehr gute Zentren in ganz Deutschland, die einfach man anrufen kann, kontaktieren kann und so weiter und so fort. Einfach Information ist Macht und in dem Fall auf jeden Fall. So, ich sehe hier gerade, es kommt noch was Persönliches gerade rein von der Board Game Bee, möchte ich auch kurz vorlesen. Es ist so toll zu sehen, was unsere kleine Brettspielbubble für einen Zusammenhalt hat. Der Nachteil an seltenen Erkrankungen ist halt, dass sie bei vielen Menschen gar nicht im Bewusstsein sind. Ich persönlich habe auch eine chronische Erkrankung und habe da aber das Glück, dass sie in ein Spektrum fällt, das schon viel erforscht wurde. Und selbst da war es nicht leicht, die passende Therapie zu finden. Da ist es mir umso bewusster geworden, wie wichtig es ist, weiter an unbekannten Krankheiten zu forschen, für die man noch keine Therapien hat. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen hier, ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, wir sind bei 620 Euro, das sind 120 Euro mehr, als ich mir für heute eigentlich ausgemalt habe, dass wir schaffen können. Super. Also richtig gut und mit einer Top-Spende von Mario, der hier wirklich extrem großzügig mit 125 Euro Wahnsinn. Mal eben das Ding nach vorne gepusht hat. Ich habe eine Frage wegen der Spende, Basti. Kann man Spende nach den Twitch, das online gegangen ist, also kann man das weiterspenden, wenn wir auf YouTube gehen? Ja, oder wie das ist ja das Bescheuerte auch beim Rare Disease Day, dass der am Ende des Monats ist. Die meisten haben ja ihr Geld erst am Anfang des Monats, wenn da noch ein bisschen was da ist, liebe Leute. Der Link charity.geek.de, der ist noch eine kleine Weile offen, also packt da sehr gerne einfach was rein. Wenn ihr noch spenden wollt, dann ist jetzt die letzte Chance im Livestream, falls ihr noch irgendwie vorgelesen werden wollt. Ich packe euch den Link hier nochmal rein. Nochmal ein Dankeschön an alle, die es gemacht haben. Wir gucken einmal noch kurz rüber auf die Seite. Also ein letztes Mal für alle erklärt, die vielleicht auch neu dazugekommen sind. Wir sammeln über Better Place. Das ist eine komplette Non-Profit-Organisation. Das heißt 100% von dem Geld. Ich glaube, es ist nur ein minimaler Abzug halt für die PayPal-Gebühren halt, so das Normale, was halt weggeht. Aber ansonsten ist das 100% gemeinnützig. Ihr bekommt dafür eine Spendenquittung auch. Nichts davon landet bei uns. Das ist alles ehrenamtlich. Und das Geld kommt der Arche zugute, der Achse zugute. Nämlich der Allianz chronisch seltener Erkrankungen. Ich werd's, wenn nächstes Jahr kann ich es dann besser. Und riesen Dank hier an die Brettspielbubble, die hier Wahnsinn. Einfach mal wieder ihr Herz geöffnet hat. Und in so kurzer Zeit, ich finde es immer wieder krass, es sind ja auch nicht viele Zuschauer, die ich dann immer so live habe. Und trotzdem kommt so viel zusammen. Ihr seid schon ganz, 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 ganz lieber Haufen. Danke, dass ihr da so großzügig seid. Wenn ich ganz kurz noch was sagen darf zu dem, was Fernando eben gesagt hat, mit dem Spezialisieren und so. Also was ich halt einfach auch ganz wichtig finde, ist, wenn jemand von euch oder im Umfeld oder irgendwas mitbekommt, der hat eine seltene Erkrankung, dann googelt nach dem Namen der Erkrankung. Die Chance, dass es für diese seltene Erkrankung einen Verein gibt mit anderen Betroffenen, die sich auskennen, die wissen, wo ist das beste Krankenhaus, in das ich gehen kann, wo werde ich am besten versorgt, ist immer sehr, sehr groß. Und die Vereine helfen, wo sie können und was sie können. Wenn es den Verein selbst nicht gibt, über die Achse gehen, über diese Allianz der seltenen Erkrankungen gehen, ihr findet online immer Hilfe und es bringt wirklich so, so viel, wenn man sich, wenn es schon sowas Seltenes ist, mit den paar Leuten austauschen kann, die sich wirklich damit auskennen. Ja,
Ich sehe ja auch gerade noch eine Nachricht hier von Natok Board Games. Die Nichte einer Freundin von mir hatte auch eine seltene Erbkrankheit, an der sie leider gestorben ist. Da auch nochmal ein Beileid für sie. Hat sich, bis sie 4-5 Jahre alt war, ganz normal entwickelt und dann nach und nach immer mehr zurückentwickelt. Ja, da sieht man, es klingt alles so selten und es klingt so, als sind es nur Einzelfälle, aber es treffen hier dann doch viele zusammen. Man kennt dann doch genug Menschen leider. Und eigentlich ist es sehr schade, dass man im 21. Jahrhundert immer noch an Krankheiten stirbt und nicht an Alter, in Anführungszeichen, weil eigentlich sind wir ja westlich so weit, dass wir irgendwie gegen ganz, ganz viele Sachen schon Mittel gefunden haben, aber halt leider noch nicht gegen alles. Deswegen umso wichtiger, immer weiter zu forschen, gerade auch bei den Sachen, die eben noch nicht so gut erforscht sind, bei seltenen Krankheiten im Zweifelsfall ja auch immer heißen, noch nicht sehr viele Fallstudien darüber, teilweise sehr experimentelle Medizin, dadurch auch vielleicht auch ein bisschen vage Genesungsaussichten im Normalfall, weil man halt einfach zu wenig Daten hat, wie bei normalen Krankheiten wie einem Herzinfarkt oder sowas, die allseits bekannt sind, was man da tut und was man machen kann oder sowas, keine Ahnung. Ja, gut. Es hat wieder unglaublich viel Freude gemacht, euch hier zu haben. Ich bedanke mich da gerade auch immer für das Vertrauen, das ihr mir gebt, wenn ihr sagt, hey, der Basti kann auch mal hier so ein ernstes Thema wie den Rare Disease Day machen. Mir war das letztes Jahr ein ganz wichtiges Anliegen. Es war, als ich damals deinen Aufruf gesehen habe, ich glaube, der war nicht mal 5 Minuten alt, habe ich KidsDog angerufen und gesagt, Fernando, das müssen wir machen. Wenn wir das nicht machen, wer soll denn sonst? Es macht doch wieder keiner. Zack, bumm, lass da drauf gehen. Und das hat schon richtig eingeschlagen und ich freue mich auch, dass es diesmal, glaube ich, wieder euch hoffentlich auch ein kleines bisschen unterhalten hat, wenn es mal nicht um Brettspiele geht und lustige Unterhaltungsformate, sondern wir einfach mal auch mal ein bisschen den Finger in ein paar andere Wunden legen und danke, wie gesagt, für diesen wunderschönen Spendenstand. Da dürft ihr stolz auf euch sein, dass ihr das so cool unterstützt habt, liebe Leute. Und Thomas, vielen Dank auch an dich. Ja, danke sehr. Also Thomas, also super geil, dass du hier warst, Fernando, wie immer. Es ist immer ein Fest, wenn du da bist, mein lieber Amigo. Und ich würde mal sagen, wir tun uns jetzt einfach mal bei den Leuten auf YouTube verabschieden. Liebe YouTube-Leute, die ganzen Spendenlinks sind unten drin. Wenn ihr das jetzt seht und noch was Nettes tun wollt, bitte macht das, wenn ihr irgendwie vorgelesen werden wollt, wenn ihr so ein bisschen im Rampenlicht dafür stehen wollt, ist auch überhaupt gar kein Problem. Dann schreibt einfach noch einen YouTube-Kommentar, bedankt euch, schreibt hin, dass ihr was gespendet habt, dann kriegt ihr von uns auch Antworten. Ihr sollt da gerne auch dafür gelobt werden. Wenn ihr das nur still und heimlich tun wollt, dann macht es still und heimlich. Wenn ihr kein Geld erübrigen könnt, dann freuen wir uns, wenn ihr einfach den Link zu den ganzen Spendenkampagnen und den ganzen Sachen weiterverteilt und einfach auch die coolen Beiträge, die ihr jetzt zum Beispiel heute auf Instagram gesehen habt, einfach auch liked, teilt, mitmacht, Teil des Ganzen seid, da habt ihr schon geholfen. So, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns von YouTube, oder? Ich sag da immer das Gleiche. Tschüss, YouTube, bis dann, tschüss. Die Wissenschaft ist sich einig. Wer täglich eine halbe Stunde Geekpunkt guckt, wird 100 Jahre alt. Schnapp dir deine tägliche Tagesdosis hier und für die Extraportion Geekpunkt gibt es hier ein Video von anderen Kanälen. Zu Risiken und Nebenwirkungen schließt du am besten ein Abo ab.